machst du da jetzt? Tut ihm das jetzt weh, wenn du da die Nadeln reinsteckst? Moin Leute, ich habe heute Besuch von der Tierärztin Anke Ehrenbrink. Ich darf mit ihr einen Erste-Hilfe-Kurs für Pferde machen. Ich bin sehr gespannt, was ich daraus noch so lernen kann. Und natürlich werde ich sie auch fragen, worauf man so achten kann, ob ein Pferd überhaupt gesund ist. Schön, dich zu sehen. Hi, Lia. Ja, ich habe hier schon meinen Schatzi. Das ist der Dallas. Der ist erst 6 Jahre alt. Kannst du es eigentlich jetzt irgendwo dran sehen? Jetzt so spontan nicht. Tatsächlich müsste ich mir die Zähne angucken, um das genau zu bestimmen. Natürlich haben die Pferde so auch so ein gewisses Aussehen, ob alt oder jung. Ja, was könntest du jetzt noch so sehen? Ich würde mir jetzt erstmal natürlich genau das Gesamtbild anschauen. Natürlich auch, wie er auf seinen Füßen steht. Dabei achte ich natürlich auf das Fell, ob da irgendwelche Macken drin sind oder ob das stumpf oder struppig ist oder eben glänzend, wie in diesem Fall. Hast du denn eigentlich schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht mit deinen Pferden? Nee, mit den Pferden tatsächlich noch nicht. Okay, dann können wir ja mal gucken, können wir aber deine Stallapotheke einmal anschauen und gucken, was da so drin ist und ob das ausreicht oder ob ich noch was helfen kann. Ja, komm mal mit, ich zeig dir, wo die ist. Ich hoffe, ich habe alles dabei, aber du kannst mir ja sicherlich helfen. Also hier ist so meine Kiste, da sind so ein bisschen eher so Verbandsachen drin. Also wenn mal wirklich eine offene Wunde ist, dass man das verbinden kann, so diese Mulden und sowas. Und natürlich ein Thermometer, das gehört natürlich immer überall rein. Fieberthermometer kann man nicht genug haben. Die sind immer wichtig. Verbandsmaterial ist immer wichtig. Tape kann man auch immer gebrauchen für Hufverbände, ist auch sehr wichtiges Material. Windel? Damit kann man wunderbare Hufverbände, Notverbände im Fall von Verdacht auf Hufgeschwür oder anderen Hufproblemen, wo man kühlen möchte, einen Kühlverband machen möchte, das ist sehr gut. Aber ich habe natürlich noch einiges mehr. Zinksalben, auch mal so Richtung Tonerde, wenn das Bein angeschwollen ist. Ja, natürlich habe ich auch Desinfektionsspray. Mir fehlt tatsächlich eine Verbandswatte. Hast du sowas auch? Nee, tatsächlich nicht. Also du meinst diese großen Weißen? Genau, diese großen Weißen zum Drunterlegen. Ja. Das macht auch Sinn. Und ein paar Mullbinden, die hätte ich noch hinzugefügt. Ja. Aber ansonsten, Tonerde ist super. Genau, so eine Silbersalbe ist auch immer gut. Aluspray ist immer sehr von Vorteil, wenn man hat. Ja. Ja. Doch, das sieht schon ganz gut aus. Okay, dann lass uns doch mal gucken, was wir mit deiner Stallapotheke so Schönes am Pferd üben können. Ja, gerne. So, dann mit dem Balti. Es gibt natürlich immer mal Probleme, dass die irgendwie auf den Stein getreten sind oder andere Ursachen für zum Beispiel Hufgeschwüre oder Problematiken einfach im Huf. Mhm. Wenn die dann auf einmal lahm sind und der Huf warm ist, dann kann man ganz gut schon mal einen Hufverband anlegen. Kannst du das? Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Nee, zum Glück. Okay, Material hast du ja in deiner Kiste, habe ich gesehen, mit den Windeln. Das ist super. Dann probier doch einfach mal, einen anzulegen. Die Windeln sind super, um den Huf zu polstern und zu schützen. Wo ist denn hier überhaupt der Kleber? Du hast noch keine Kinder, ne? Nö. Zum Glück. Ach, da? Ja. Ah, okay. Ja. Dann kann man die nämlich ganz schön da drum ziehen, relativ stramm. Ja. Okay. Hier kann man jetzt eine Windel kann man aufgerollt da reinlegen, dass man ein bisschen mehr Polster hat. Ein oder zwei, je nach Problem. Und dann mit der Klebebinde, mit dem Klebeverband, kann man das schön stabilisieren. Man darf das nämlich nicht zu stramm machen. Das kann unter Umständen auch mal Druckstellen geben. Somit, so wie du das machst, einmal schön drumlegen, einfach ohne viel Zug, ist das schon sehr gut.
kannst du dir jetzt mit dem Klebeband einfach so eine Sohle auf deinem Bein formen für den Verband. Du machst dir quasi auf deinem Bein schon mal die Schuhsohle für das Pferd. Solch ein Hufverband hilft auch, wenn ein Pferd ein Eisen verloren hat und der Schmied erst spät kommt. Nun fixieren wir noch alles mit Tape, damit es auch wirklich hält. Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja, das finde ich auch. Das sieht schon sehr professionell aus. Ja, weißt du denn, wie das geht beim Pferd? Natürlich. Sehr gut. Das ist gar nicht so natürlich. Tatsächlich wissen sehr viele nicht, wie das geht und fragen mich dann, wo man beim Pferd Fieber misst. Dann wir können es ja machen. Das doch mal genau. Bitte. Aufpassen muss man natürlich, dass man keinen Tritt abbekommt, deswegen immer ein bisschen seitlich vom Pferd stehen, das ist schon sehr gut. 37,3. Ja, sehr gut, das ist doch eine gute Temperatur. Ab 38,3 geht Fieber los oder erhöhte Temperatur, deswegen 37,3, sehr gut. Wichtig ist, dass man das immer sehr weit reinschiebt, im Prinzip bis zum Display. Mhm. Dann ist es richtig, alles andere ist zu wenig. Ja. Meine Tiere sind täglich auf der Koppel. Darum muss ich auch regelmäßig schauen, dass dort keine giftigen Pflanzen wachsen. Wie viele so Giftpflanzen gibt es jetzt? Es gibt natürlich unheimlich viele Pflanzen, die für Pferde nicht so gut sind. Da kommt es natürlich darauf an, wie viel sie davon fressen und auch welche Art von Giften da drin sind in den Pflanzen. Und ich kenne jetzt nur so eine ganz bestimmte giftige Pflanze, das ist Jakobs Kreuzkraut. Das haben wir hier auch, als wir eingezogen sind, ganz fleißig ausgestochen. Aber tatsächlich ist hier jetzt noch eine Pflanze. Muss man natürlich immer wieder rausreißen, denn diese Pflanzen sind lebertoxisch und dadurch dann auch am Ende phototoxisch. Das heißt, dass wenn die in der Sonne stehen und diese Pflanze gefressen haben und die in der Leber sich umgeformt hat, dann zu phototoxischen Stoffen, dann bekommen die so eine Art Hautausschlag beziehungsweise wie so ein Sonnenbrand, ganz extrem. Ja. Im Normalfall fressen die Pferde keine Giftpflanzen. Aber wenn natürlich irgendwann das Gras knapp wird, dann gehen die auch Wurmer da dran. Also die Pflanze muss natürlich entfernt werden. Man packt die nicht mit den bloßen Händen an, deswegen habe ich Handschuhe an. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ich wirklich komplett die Wurzel mit rausnehme. Das ist nicht so einfach, deswegen gibt es auch extra so Ausstecher. Wir wollen nämlich natürlich nicht, dass sie nachwächst. Wichtig sind auch die Vitalwerte, also Temperatur, Puls und Atmung. Könnten wir seine Vitalwerte hier jetzt einfach so ablesen? Ja klar, wir können jetzt einmal schauen, wie sein Puls zum Beispiel ist. Den misst man hier unten an einer Arterie hier unten am Unterkieferast. Ja. Dann legst du hier einfach deine Hände auf und mit so einem leichten Druck und fühlst, bis du es pulsieren fühlst. Dann nimmst du die Schläge in 15 Sekunden mal 4 und hast den Puls. Ich fühle noch nichts. Meine Hand, die pochert selber so davon. Ja, das muss man ein bisschen üben tatsächlich, dass man den eigenen Puls unterscheiden kann von diesem Puls, den man eben beim Pferd fühlt. Also wie viele Schläge müsste ich haben? Im besten Falle liegt er so um die 36 Schläge pro Minute beim Pferd. Wenn das jetzt extrem erhöht ist, dann ist natürlich immer problematisch. Ja. Wenn der jetzt mal ein, zwei Schläge drüber oder drunter ist, das ist ja auch immer situationsbezogen, dann ist das nicht so dramatisch. Okay. Genau, dann kann man gucken, ob die Schleimhäute schön rosa sind und schön feucht sind. Man kann einen Test machen, indem man den Finger hier ein, zwei Sekunden drauf drückt und den wieder wegnimmt. Und wenn die weiße Farbe dann wieder verschwindet und die Schleimhaut wieder rosa ist, dann heißt das, dass sein Kreislauf gut funktioniert. Okay, ja. Die muss innerhalb von zwei, drei Sekunden wieder zurück sein, die Farbe, die rosane. Genau, wenn man dann die Atmung überprüfen möchte, dann macht man das am besten an der Flanke. Denn wenn man die Hand vor die Nüster hält, dann schnaufen die meistens in die Hand rein. Das bringt nicht so viel. Kann man am besten die Hand einmal hier so auf die Flanke legen. Und genauso wie mit dem Puls zählt man dann
für eine Minute lang die Atmung. Mhm. Und was zählst du denn jetzt bei der Atmung? Also was kommt dabei raus? Also die Normalatmung beim Pferd liegt so zwischen 8 und 16 Atemzügen pro Minute in Ruhe. Und die zähle ich dann da. Ja, okay. Besonders gefährlich für Pferde sind Koliken. Das sind ganz starke Bauchschmerzen. Sie können sogar zum Tod führen. Weißt du, wie du erkennst, wenn dein Pferd eine Kolik hat? Also tatsächlich hatten wir schon mal einen Pony, was eine Kolik hatte. Und das war dann so, dass er sich halt immer hingelegt hat, wieder aufgestanden ist, sich gegen den Bauch getreten hat, dann wieder hingelegt hat und so weiter. Dann wollten wir das halt immer Schritt führen und dann wollte sich das halt auch immer wieder hinlegen. Genau. Das gibt ja ganz viele verschiedene Symptomatiken bei Koliken, von eben den beschriebenen hinlegen und hinschmeißen. Das sind immer die, wo man dann schon den Tierarzt anrufen sollte. Ja. Wenn das Pferd jetzt einfach nur nicht frisst, dann kann man das mit Schrittführen versuchen. Ganz häufig funktioniert das auch schon, wenn irgendwas ein bisschen quer sitzt, dass die dann wieder in Ordnung sind. Aber wenn die sich wirklich beim Führen auch hinlegen wollen, dann sollte man schon schnell sein und auch nicht lange fackeln, um den Tierarzt anzurufen. Ja, so war das bei uns auch. Der hat uns auch geraten, dass wir am besten in die Klinik kommen sollen. Genau. Das gibt bei Pferden doch Koliken, die sehr schnell einen sehr blöden Ausgang nehmen. Ja. Und generell gilt bei Koliken auch, lieber einmal zu oft anrufen, als zu lange zu warten. Was machst du denn sonst noch so mit deinen Pferden, um die so zu unterstützen, außer natürlich dem korrekten Reiten? Also, was man natürlich so als Laie, sage ich mal, so machen kann, ist halt so mit Massagegeräten und Massagedecken zu arbeiten. Gut, dann zeig mir doch mal, wie du das mit dem Massagegerät so machst. Ja, gerne. Ja. Das Massagegerät entspannt und lockert die Muskeln. Das tut meinen Pferden richtig gut. Wir hatten am Anfang dann natürlich auch eine Schulung, wo man das Gerät dann anwendet und wie auch genau, damit man da nicht so viel falsch machen kann. Aber es ist auch gar nicht so schwer. Also man nutzt das natürlich nur an den Muskelstellen oder da, wo man das eben benötigt. Also auf dem Knochen macht das ja jetzt nicht so viel Sinn. Nee, das tut auch häufig dann, oder ist unangenehm. Ja, genau. Und dann natürlich auch immer in Fellrichtungen. Ne? Ja. Genau, ja. Anke arbeitet auch mit alternativen Entspannungstechniken. Da wird einmal das ganze Pferd durchgetastet in dieser Untersuchung. Und wenn irgendwo Blockaden auftreten, dann werden die ja immer in der Regel direkt mit einem kleinen, schnellen Impuls beseitigt. Bei ihm ist jetzt tatsächlich nicht viel los, aber eine Kleinigkeit scheint da gewesen zu sein, weil er gerade gekaut hat. Das ist immer ein Zeichen, dass die Pferde eine Blockade hatten und die dann gelöst wurde. Dann kauen die gerne. Ich beobachte dabei immer das Pferd und die Reaktion auf das, was ich mache. Dallas bekommt jetzt noch eine Akupunkturbehandlung. Der hatte das bei uns noch nie, aber mein Pony Alfie hatte das schon häufiger. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie er darauf reagiert. Und vor allem bin ich gespannt, wie du das machst. Für die Akupunktur werden bei Dallas dünne Nadeln an verschiedene Stellen gesetzt. Die kleinen Nadelstiche sorgen für entspannte Muskeln und eine bessere Durchblutung. Tut ihm das jetzt weh, wenn du da die Nadeln reinsteckst? In der Regel funktioniert das sehr gut, ohne große Abwehrreaktionen. Das sind ja sehr dünne Nadeln. Und was machst du da jetzt? Durch diesen Moxa-Zylinder hier oben wird die Nadel erhitzt und in der Tiefe dadurch dieser Akupunkturpunkt stimuliert. Kannst du einmal fühlen, das wird hier richtig schön warm. So die Muskulatur, die wird auch schön aufgewärmt, angewärmt. Oh ja. Und das ist für die Pferde schön entspannend. Oh ja, hier ist es viel wärmer. Ja, vielen Dank, Anke, dass du heute bei mir warst. Ich konnte auf jeden Fall noch mal einiges mitnehmen. Vor allem die Moxa-Akupunktur fand ich spannend, weil so habe ich es noch nie gesehen. Ist ja schon was anderes als die normale Akupunktur. Ja. Ich glaube, meine Ponys haben sich sehr gefreut. Ja, wobei ich sagen muss, dass du die schon sehr gut in Schuss hast, dass du eigentlich sehr viel machst schon für die, um die sportlich fit zu halten. Ja, danke, das freut mich natürlich auch. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war heute wirklich wieder ein richtig, richtig spannender Tag. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch schon mal einen Notfall hattet, sodass ihr den Tierarzt rufen musstet. Schreibt das gerne in die Kommentare und abonniert auch den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Look out, look out.